Du, Mike, du hast du, musst ins Gefängnis. Du musst du eigentlich jeden Dienstag musst du gehen beerdigen, ja, oder? Ja, jeden Dienstag habe ich Beerdigung. Mindestens eine. Wie macht ihr das? Das macht ihr alles am Montag und zeigt es dann am Dienstag? Victor, frag nicht so blöd, sag ich. Ja, das ist richtig. Ja, ich weiß es ja, weil ich bin ja schon mal bei euch auf dem Set gewesen. Ja, und zwar leider. Und bitte. Die Angehörigen haben sich einfach sehr komisch benommen an dieser Abdankung. Aber Leute, wir müssen uns an die Fakten halten. Ich meine... Was? Das ist das Arschloch, das im Bild ist! Sorry. Aber weißt du, es hat sich gelohnt, ja, mein Besuch auf dem Set. Ich kann ja mal ein bisschen mit deinen Kolleginnen und Kollegen reden, vor allem mit der Barbara Terporten, das war sehr aufschlussreich, was ich mit ihr dort geredet habe. Das können wir vielleicht auch noch schnell anschauen. Das war interessant. Also, das Filmset ist schon grossartig, muss ich also sagen. Ja. Wirklich. Schon so und so, oder? Ja, klar. Also, für dich jetzt als Schauspieler. Ja, und noch für die Kollegen, das ist ja noch wichtig. Der Mike, ja, natürlich, ja. Klar. Nein, klar. Und der hat natürlich auch seine Fähigkeiten. Ja. Total, ja. Total. Nein, kannst du mir schnell Kaffee machen? Ja, ich nehme auch. Aber so mit dem Dialog, weißt du? Ja. So mit dir. Mal? Jein, so manchmal, je nachdem. Gell? Ich weiss, von was ja. Du redest. Ah, jetzt ja, ist mir in den Sinn gekommen, was ich die ganze Zeit habe. Mach ich mal einen Kaffee machen. Ja. Du musst entschuldigen. Ich meine, also, ich habe mich ja eigentlich noch eingesetzt für dich, oder? Dort. Ja, also, weißt du, Mike, ich bin ja dort, mich haben sie auch gefragt, zum Mitspielen. Ja, 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 eben. Ja, also gut, also, du hast ja alles gemacht, um mich zu verhindern dort, oder? Nein, Victor, du hast dich einfach wirklich... Können wir schnell zeigen? Er hat es nicht verdient. Ja, er hat also auch Feinde gehabt. Du, sorry, ich habe die Brille noch angehabt. Ja, tut mir leid. Gib mir's dir. Okay. Dann machen wir es halt nochmal. Gut, sorry. Er hat es nicht verdient. Ja gut, er hat also auch Feinde gehabt. Victor, was ist jetzt wieder los? Du hast so ein komisches Bärtli. Ja, in dieser Rolle habe ich so ein Bärtli. Aha, für die Rolle. Du kannst nicht lachen, wenn du ein Leich spielst. Okay, sorry. Entschuldigung, Barbara. Er ist ja, er ist noch heute.